Liebe Schwestern, liebe Brüder, heute haben wir einen Teil des Evangeliums vom guten Hirten gehört. Jesus wählt hier ein Gleichnis aus dem Hirtenleben, was für die damaligen Menschen sehr gut verständlich war. Für uns mag es vielleicht manchmal etwas fremd sein. Was bedeutet denn der Hirte, der seine Schafe ruft? Nun, ich glaube, es sind drei Aspekte, die hier wichtig sind. Erstens, ich habe dich beim Namen gerufen. Der Hirte, er ruft seine Schafe beim Namen. Und schon in der griechischen Antike ist es von verschiedenen Schriftstellern überliefert, dass Schafe vom Hirten beim Namen gerufen werden. Der Name, er hat eine wichtige Bedeutung für uns. Er macht uns unverwechselbar. Ja, er definiert uns. Und nicht umsonst heißt es im Buch Jesaja: Ich habe dich beim Namen gerufen. Du gehörst mir. Jesus ruft uns beim Namen. Er spricht uns direkt an. Auf ihn sollen wir hören. Der zweite Aspekt. Ich gehe dir voraus. Der Hirte, er geht seiner Herde voraus, wenn er sie auf die Weide führt. Und Jesus, er geht uns als Beispiel voran. Er zeigt uns immer wieder in seinem Leben, wie unser Leben auf Gott ausgerichtet sein soll. Wir sollen nur ihn hören, nicht falschen Heilspropheten, wovon es auch in der heutigen Zeit sehr, sehr viele gibt. Das Vorausgehen und das Folgen, es kennzeichnet das Vertrauen, dass die Herde in ihren Hirten und wir in Jesus haben. Nun, und der dritte Aspekt, ich gebe dir Leben in Fülle. Das Hören auf Jesus bedeutet aber auch noch etwas anderes. Nicht nur das sture Befolgen von Regeln. Die Volksschaft gegenüber Jesus hat ein Ziel, nämlich das Leben in Fülle. Nicht so, wie wir uns es vielleicht vorstellen, viel Konsum, viel Wohlstand, sondern wahres Leben. Leben befreit von Sorgen, befreit von Nöten. Leben in Gerechtigkeit. Leben bei Gott. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Jesus ist der gute Hirte. Fremde Heilsbringer können nicht das halten, was sie versprechen. Sie führen uns nur auf ihre Kosten. Deswegen ist es besser, wenn wir uns an Jesus orientieren. So, wie es schon im Psalm 23 heißt: Der Herr ist mein Hirt. Nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Augen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Meine Lebenskraft bringt er zurück. Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, getreu seinem Namen. Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab, sie trösten mich. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt.
Übervoll ist mein Becher. Ja, Güte und Huld, sie werden mir folgen mein Leben lang. Und heimkehren werde ich in das Haus des Herrn für lange Zeit.